Warum ist Kühlwalder wach? Nee, du wächst jetzt nicht deine Schwester, du gehst pennen. Oder keine Ahnung, was du tust. Töpfchenhilfe, Pania. Kannst ja ein bisschen lernen, dann können wir dir auch einen Kuchen backen. Dann bist du nicht mehr so hilflos. Und danach möchtest du auch noch gebaden werden von Pania. Okay? Sehr schön. So, die erste unserer Kinder, die wach ist, ist sie. Dann geht sie mal ganz, ganz schnell aufs Klöchen und nimmt sich ganz, ganz schnell ein Frühstück. Dann haben wir sie als nächstes. Sie geht auch ganz, ganz schnell aufs Klöchen und nimmt sich ganz, ganz schnell ein Frühstück. So. Als nächstes wird wohl unser Sohnemann wach, wenn ich das richtig sehe. Und der hat auch ein Hüngerchen. So. Sie kann noch schlafen bis in eine Puppen. Dann haben wir sie. Sie geht da mal eben duschen. Nein, die geht alleine. Ist schon 8. Ja, Mensch. Da muss jetzt hungrig in der Schule. Aber es gibt ja eine Kantine, ne? Konstantin ruft an. Ja, ja, mach mal. Gechippt wie beim Tierarzt. Genau so. Genau so. Töpfchenfähigkeit Stufe 2 haben wir erreicht. Das ist ja großartig. Du kannst dir hier auch einfach ein Gericht nehmen. Du musst nicht aus dem Fläschchen trinken. Nimm dir mal was zu fluten. Großartig. Großartig. Das machst du toll. So, und danach möchtest du bitte gebaden werden von Pania. Ich hätte so gern ein Bad. Ich hätte gern ein Bad. Lern für den Test. Kannst du ihn mal einen Bad bitten? Was? Also, mein Kind ist halt zum Anführer geboren. Ja, was denn auch sonst? Mein Plot auf eine ganz andere. Es tut mir leid, Porsi. Es rutscht mir manchmal raus. Wir haben ein ganzes Let's Play mit ihm. Deswegen ist es so schwer, ihn Konsti zu nennen, weil wir es die ganze Zeit nicht gemacht haben. I'm so sorry. Es ist keine Absicht, aber das geht mir bei dem Namen Kevin genauso. Und das ist schon mindestens 9 Jahre her. Mindestens. Ja, das fühle ich, das fühle ich. Wie gesagt, ich habe das bei dem Namen Kevin ganz extrem. Wenn ich den auch selber ausspreche, dann muss ich immer ein bisschen das Würgen unterdrücken. Das ist ganz, ganz schlimm. Oh, Bewegung hat sie auf 2, Kommunikation auf 2. Bei ihr machen wir das jetzt einfach so, dass wir hier brabbeln gehen. Bis sie das geschafft hat. Bewegung kriegt sie jetzt gleich bestimmt schon auf 2, wenn sie beim Bären ankommt. Großartig. Auf 3 meine ich, auf 3. Dann brabbeln wir uns jetzt noch auf 3. Sehr schön. Und dann gehen wir ein Fantasieabenteuer spielen, bis wir auf 3 sind. Und dann können wir sie nämlich heute auch noch älter werden lassen. Guck mal, wie schnell das rast hier. Wowie. Und. Kriegen wir das vielleicht sogar noch auf 5? Kriegen wir das auf 5? Es bleibt spannend, meine Freunde. Sie trägt Gummistiefel im Zelt. Ist mir scheißegal, ob die jetzt hier... Das ist heiß. Ja, das passiert. So ist das Leben. Ich mach mal ein Thermostat hier hin, ne? Warte mal, wo haben wir das denn? Da und da. Plöpp. Und dann macht die Mutti das mal angenehm im Haus, nicht? Kühler. Schön. Gute Noten. Moment. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Gute Noten. Sehr schön. Guck mal hier. Unsere Aurora wird heute zum Teenager. 2er Grundschüler, 2er Grundschüler, 3er Grundschüler. Ein Gedicht. Sie wird gleich zum Kind. Das heißt, wir brauchen einen neuen Kuchen, meine Freunde. Großartig.
Großartig. Ich hätte da eine Liste mit Namen. Einfach ignorieren. Okay. Gute Noten, ich höre gar keine Musik. So, wir backen mal eine Schokotorte, ne? Bei so brennenden Temperaturen kann man das ruhig mal machen. So, du darfst hier jetzt spielen. Ihr macht Hausaufgaben. Hausaufgaben machen. So, und unser Sohnemann hat auch ein Bild gemalt. Exakt das gleiche wie eine seiner Schwestern. Und du bist happy mit deinem Fantasieabenteuer. Das ist großartig. Du bist gleich auf 5. Yay! Und Level 10 kochen. Es geht ja rasend schnell. Haben die das irgendwie verändert? Ich habe das Gefühl, man lernt unglaublich schnell. Ist das normal? Ich finde das sehr, sehr krass. Kerzen auspusten, Kühlwalder. Let's go. Let's go. Hier haben wir noch Spielzeug, das lege ich mal dahin. Let's go. Und du bist gleich auch dran. Yes, yes. Du kannst auch Hausaufgaben machen, Girl. Du brauchst gar nicht deine Schwester zu quatschen. Yay! Sie ist selbstsicher und kriegt Motorik. So, next one. Geburtstagskerzen. Du kannst das ganz toll alleine, ne? Du machst das hier. Toll ist das. Toll. Und sie ist müde. Yay, was hat sie noch? Kindisch. Sie ist kindisch. Okay. Sie mag Tiere. Oh, sie sieht toll aus. Guckt mal. Wie hübsch sie ist. Ich brauche hier Dings. Nom, 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 nom. Yay. Sie ist richtig hübsch. Kannst du Outfit planen? Ich würde gar nicht viel an ihr ändern wollen, ehrlich gesagt. Ich finde sie cool. Also das Outfit ist mega nice. Ich glaube, das ist das Wabenwetter-Outfit. Für so gerne erzählen, dann wäre ich auch so hübsch. Feli, du bist auch so schon hübsch. Aber sie ist halt auch von Konsti, ne? Der kann einfach schöne Sims. Der kann das. Oh, die Haare auch. Oh, sie behält die Haare auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, warte. Bevor wir jetzt hier einen Fehler machen, wir gehen mal rüber hierher. Auch ohne Make-up ist sie richtig hübsch. Sie kriegt trotzdem Lashes von mir. Yes. Slay. Sind seine Gene. Mhm. Sie ist schon eine Cute. Ich würde ihr, das Oberteil finde ich irgendwie cool. Ich würde ihr eine andere Hose geben wollen. Eine, die vielleicht etwas höher ist, so eine High-Waist. Die mag ich persönlich nämlich auch immer lieber. Was haben wir denn da? Die ist zum Beispiel sehr, sehr cool. Die mag ich gern. Oder ist sie eher gemütlich? Ich weiß nicht. Die ist cool. Ja, hier, mit Gürtel. Die finde ich cool. Die nehme ich. Man darf vielleicht sogar ein bisschen ins Gräuliche gehen. So ein bisschen, dass das nicht so... Guck mal hier, passt doch perfekt zum Jaguar. Hallo Snips, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. So, die Stiefel finde ich auch schon ganz cool eigentlich. Ich würde sie dann halt auch nur in Grau machen oder in Schwarz. Oh, oder wir fassen wieder dieses Rosa von oben so ein bisschen wenigstens auf. So ein kleines bisschen. Sie ist cool. Sie ist richtig cool. Hat auch eine Bombenfigur, ne? Das ist unfassbar unverschämt, möchte ich mal sagen, ja? Boah, ist das frech. Ist das frech. Da sitzt du hier wie so eine Mamsell vor dem PC und kleidest da so ein Model ein, weißt du? Um der Hitze zu entkommen. Du willst der Hitze entkommen? Was ist denn da los? Ich dachte, du machst da einen Körper rein. Mein Morgen war ein bisschen blöd. Ich habe verschlafen. Ich habe meinen Wecker zwar ausgemacht, habe dann aber den Fehler gemacht und bin liegen geblieben.
Und dann wurde ich um 10 Uhr vom Klingeln vom Postboten geweckt. Und dann hatte ich halt so ein bisschen Stress, weil ich ja um 13 Uhr anfange zu streamen. Und das war ein bisschen dämlich. Also es hat mich sehr geärgert. Aber ja. Wie war dein Morgen? Von wo holst du dein CC? Ich gebe immer bei Tumblr ein, Sims 4 Maxis Match CC. Und dann nehme ich immer das erste, was so aufplöppt. Oh, das steht dir auch toll. Wie kann man nur so schön sein? Das ist so unverschämt. Sport passt. Ah. Schlafen. Ich gebe ihm mal hier so einen Schlafanzug. Ja, das passt. Die Schuhe kannst du weglassen. Party. Das ist kein Party-Outfit, Schätzchen. Damit, das lassen wir. Gerne, Brownie. Gerne. Ich, bei manchen stand es dran. Hier ist wieder so Symbol, aber ich weiß halt nicht. Kann man das irgendwo einsehen? Von wo das ist? Nee, ne? Aber das steht ja auch schon wieder ausgezeichnet. Die Frau kann alles tragen. Das ist ja sowas von unverschämt. Das Leo-Outfit. Oh mein Gott. Oh, ist das schön. Rot steht ihr richtig gut. Das mit den Blumen. Das ist toll. Doch, das gefällt mir gut. Ja. Aber müssen bequeme Schuhe. Die will damit ja Party machen. Dann nehmen wir die. Das passt schon. Hat er Arbeitskleidung an? Ja gut, okay. Na gut. Und du bist die Hitze, da gibt es kein Entkommen. Hier steht immer bei. Die Schuhe habe ich von scheinbar von Jius. Ich weiß nicht, ob man das findet, wenn man es googelt. Ich weiß, dass zum Beispiel auch meine Haare und so von Awoop waren oder so. Soll ich dich notfalls morgen wecken, da, wenn ich nichts höre oder lese, muss ich um 7 aufstehen? Ja, aber nicht um 7. Falls es geht um 8. Maybe. Wenn das geht. Das wäre toll. Und Hallöchen, Charlie. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? War schon klar, nicht um 7. 7 wäre schon krass so. Oh, die Badensachen finde ich aber auch schön. Das kann man machen. Vielleicht nimmst du dann da auch so ein Gelb. Yes. Wobei, ihr steht Rot so gut, ne? Ich bleib bei Rot. Ich bleib ganz frech bei Rot. Aber wir haben hier nicht das gleiche Rot. Oder doch? Was kommt? Na, ich lasse es gelten. Ich lasse es gelten. Aber die Schluffen brauchst du nicht zum Schwimmen. So. Und Charlie, danke schön für dein Follow. Willkommen im Katzenkörbchen. Schön, dass du dabei bist. Kann aber gucken um 8. Yes. Sonst klingelt mein Wecker spätestens um 8:30 und dann werde ich mich halt diesmal einfach wieder auf die Bettkante setzen, weil das hat eigentlich immer geholfen. Auf die Bettkante setzen und danach halt nicht nochmal hinlegen. Ich würde ihr sowas gern anziehen. Das steht ihr ganz, ganz großartig. Sie ist halt wirklich schön, ne? Es ist unverschämt, wie schön die ist. So, und das können wir ihr lassen. Aber das ist sehr frisch. Also machen wir hier noch eine Leggings drunter. Eine schöne Leggings. Wir haben Brauntöne und wir haben Blau mit dabei. Das ist das falsche Blau. Das zu kurz. Falsches Blau. Aha. Das Braun passt. Das haben wir nämlich hier noch in den Ärmeln. So, wunderbar. Und ein paar Stiefel da drauf. Das geht schon. Okay, perfekt. Da haben wir Aurora. Aurora ist wirklich schön. Dann haben wir Kühlwalda. Ich liebe alle meine Kinder.
dass der Ausgleich zur Schönheit. Das WLAN auf der Arbeit ist so nervig. Ich kann nicht mal vernünftig den Stream laufen lassen. Alles gut, Mademoiselle. Konzentrier dich auf die Arbeit. Kannst du sie nicht sterben lassen für diese Unverschämtheit? Nein. Die war von Damon. Ja, sie, Pony ist gar nicht so schlecht bei ihr. Pony, vielleicht so, ich trinke, dankeschön, Pony und Bart. Ich liebe alle meine Kinder. Wir brauchen irgendwas, um von dem Gesicht abzulenken. Das lenkt vom Gesicht ab, definitiv. Zu ihr passt gar keine Frisur. Ich weiß nicht, was ich ihr geben soll. Es ist einfach... Pff. Warum ist es so lang? So das Gesicht nicht ändern? Nein, das wäre ja... Oh nee. Das geht am ehesten. Das macht das Gesicht nicht mehr so elend lang. Ich heule vor Lachen. Der Friseur würde sagen, sieht frech aus. Das geht. Sie hat halt... Also... Helfen Wimpern? Auch nicht. Ich bin immer noch vor die Tüte. Sie hat bestimmt... Ah, wir waren in heißen Wetter. Verdammt. Wir müssen jetzt die Frisur nochmal suchen. War die weiter oben oder war die weiter unten? Die muss ja weiter unten sein. Die hatten wir. Mit den Haaren geht's aber. Da ist halt die Hälfte des Gesichtes ein wenig verdeckt. Oh. Warum sind ihre Augen so nah beieinander und ist winzig? Ich weiß nicht. Naja, als Kleinkind sah sie auch schon merkwürdig aus. Aber, naja. Well. Naja, sie hat bestimmt... Sehr gute Züge, so. Guck mal, gibt's ein Eulenkleid oder so. Schön. Und ein paar Schüchen. Ein paar Schüchen? In Braun vielleicht? Und wir gucken nochmal nach dem heißen Wetter-Outfit, weil sie damit ja die ganze Zeit rumrennt. Da ändere ich jetzt eben noch die Schuhe. Weil die Schuhe finde ich ganz grauenvoll. Die sind besser. So, okay, gut. Naja, ne? Kühlwalda. Damon, was ist passiert? Du liebst alle, denn ich liebe alle meine Kinder. Der Chat ist sich ein, ich denke, ich keine weiteren Kinder von dem Typen. Nee, der kommt nicht mehr nach Hause. Das ist... gestrichen. Meine Mama wird das noch sehen. Ich weine. Oh, aber wenigstens haben wir jetzt keine Kleinkinder mehr. Wir haben jetzt nur noch Teenager und Kinder fürs Erste. Das ist ein bisschen entspannter. Ich würde sagen, wir speichern auch mal ganz kurz. Puh. Mama Fesi ist da, aber Mama Fesi wird im Lurk sein. Oder noch mal, um zu sehen,
auf alles so rauskommen, um Gottes Willen. Obwohl, nee, mach mal nur ein Nickerchen vielleicht. Mach mal eben hier ein Nickerchen. So, wie sieht's aus? Hast du Hausaufgaben gemacht, Kind? Zusatzaufgaben machen, das kannst du mal machen. Dann geht das vielleicht ein bisschen schneller. Sehr gut. Das macht ihr großartig. Ich bin sehr gespannt auf die beiden Mädels hier, wie die aussehen. Die sind ja von Draco. Er haut sich mit seinem Spielzeug. Sehr gut. Kann man machen, muss man aber nicht. Sie pennt erstmal im Zelt. Es sei ihr gegönnt. Mach mal noch ein Nickerchen, das ist fein. Und dann machst du Hausaufgaben. Mir egal, ob morgen Samstag ist. Du brauchst kein Spielzeug mehr in deinem Inventar. Du brauchst ein bisschen Spaß. Das kannst du gleich haben. Da geh mal ein bisschen im Wasser spielen. Das ist fein. Mutti kann auch ein bisschen im Wasser spielen. Komm. Und du kannst auch ein bisschen im Wasser spielen. Obwohl, du musst Hausaufgaben machen. Wieso habt ihr eigentlich keine Badesachen an? Ihr macht das da jetzt so ganz casual, einfach so in normalen Klamotten. Boah, ich will auch. Gehst du wieder aufs Klo? Wenn du musst, dann musst du. So, du gehst lieber da unten spielen. Warum geht ihr nicht mit hier spielen? Oh, oh, sie stinkt. Wie ist eine Stinkebiene? So. Okay. Wenn Aurora auch so schön ist, bin ich auf Mina gespannt. Mina, also Aurora und Elsa hier, die beiden, die sind ja von Konstantin. Und davon muss ich mal ganz kurz hier so einen Screenshot machen. Für ein Dingens. Und Mina und Haribert sind von Draco. Leon und Kühlwalda sind von Damon. Alles gut. Ich muss mich auch immer wieder, ich muss ganz, 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 ganz langsam sprechen, wenn ich die Kinder aufzähle, weil ich... Ich komme immer durcheinander. Jetzt sitzen sie da alle auf dem Bett und unterhalten sich. Außer Kühlwalda, die macht einfach ihre Hausaufgaben. So ganz random. Kann einer der Schwestern mal helfen hier? Du musst mal ganz nötig aufs Klöchen und duschen. Ah ne, du musst gar nicht duschen, aber du musst Klöchen. Dann könnt ihr euch auch was zu essen nehmen hier. Hör mal auf zu quatschen, dann geht das auch schneller mit den Hausaufgaben. Okay, sie ist fertig. Sehr gut. Kannst du noch so ein Dutzend nehmen? Ja, das stimmt. Das stimmt. Wieso faucht sie? Sie faucht halt einfach random. Naja, okay, well. Dann gehst du bitte schlafen. Es ist spät. Dann geht Kühlwalda bitte schlafen. Dann gehst du bitte hier schlafen. Und du gehst noch was essen. Ja, okay. Und dann gehst du hier schlafen. Und du gehst bitte hier schlafen. Obwohl, du kannst dir noch was zu essen nehmen, bitte. Du hast... Hallo? Du hast Hunger. Nimm dir noch ein bisschen Food. Und dann gehst du hier schlafen. Und du kannst noch mal auf Toilette gehen. Ja, dann nimmst du dir auch noch eben was zu essen. Das passt schon. Und dann gehst du bitte auch schlafen. Was machst du denn da jetzt? Ach, die gehen jetzt immer da unten die Hände waschen. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Ja. Bauarbeiter, Soldat, Poolboy. Ein Dragon, den nur so Degenfrau werden. Harry wird es auch so cute bisher. Ja, bisher. Leon sieht Kühlwalda sehr ähnlich. Das sind ja auch die Zwillinge. Die beiden sind ja eineiig. Oder beziehungsweise zweieiig. Es wären mir zu viele Menschen im Haus. Ja. Definitiv. Sind es. So, du isst jetzt da unten auf deinem Bett, aber dann hast du doch gleich den Teller da unten so ganz blöd stehen. Geh mal lieber duschen, das geht schneller.
Dann kannst du aber aufs Klöchen und schlafen. So, perfekt. Ach, der repariert das direkt. Das ist ja großartig. Butler for the win. So, guck mal, hat er jetzt alles aufgeräumt. Wunderbar. Alle schlafen und ich speichere.